Hallo und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich einen Gürtel für diese Kanone hier bauen, der was so über den ganzen Körper drüber geht. Um das erstmal zu wissen, wie lang es sein muss, habe ich ein Stück Klebeband um meinen Körper rumgewickelt und das dann aufgeschnitten und jetzt weiß ich die ungefähre Länge. Es ist ein Stück länger, als es sein muss, aber immer zu lang als zu kurz. Für den Gürtel an sich habe ich diesen, dieses Moosgummi oder EVA Foam, wie man das in Fachkreisen nennt, gekauft. Das wird der Gürtel, da werden wir auch noch eine Ledertextur drin einarbeiten und dann einen Loose-Look hinzufügen. Für die ganzen Schnallen und so Gürtelsachen, Schnallen, eine Schnalle, habe ich diese Drähte hier gekauft. Die sind schon so vorgebogen, die sind eigentlich für Floristen oder Leute, die was im Garten haben oder Blumen mögen. Irgendwie um die festzustechen, dass sie sich nicht bewegen und dann einmal drum rumwickeln und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall dafür. Das benutze ich. Weiß ich gar nicht, wo ich das andere Werkzeug genau habe. Ach ja, hier. So eine ganz normale Lochzange ist eigentlich für Leder, aber funktioniert für Schaum genauso gut. So, wenn man seine Teile jetzt zusammen hat, wenn man sieht, es ist halt jetzt wesentlich dicker und wirkt dann halt besser und ist auch dadurch ein bisschen mehr formbar. Später. So. Jetzt werden wir die Teile mit Kontaktzement so verbinden, um ein bisschen Länge zu schaffen. Und ja. Dann ist man eigentlich weitgehend fertig mit dem Gurt an sich.
Streichen. Normalerweise, also wir haben ja Acrylfarbe. Oh, Entschuldigung. Wir haben ja Acrylfarbe. Wir fangen mit dem hellsten Ton an und werden immer dunkler und dunkler bis zu schwarz, mit dem wir dann auch schlussendlich wettern würden. Thank you.
nice geworden, das Teil, muss ich echt sagen. Außer an den Klebestellen, weil der Kleber färbt anders da wie der Schaumstoff. Sonst, die Waffe sitzt richtig snug, also die ist richtig schön fest. Das Leder, die Optik schaut mega gut aus, muss ich sagen. Und ja, es ist ein bisschen zu lang, ja, aber das ist auch nicht schlimm. Es geht jetzt hier noch durch die Schlaufe durch, das ist dann auch noch der Grund, warum die so richtig gut hebt. Das Restleder von den Schnallen aus, ja. Das Ganze, wenn man die Waffe wieder rausnehmen möchte, die Pistole, muss man erst hier das Stück rausziehen. So. Weil sonst sitzt es einfach zu fest. Weil hier vorne, für einen Kampf ist es jetzt nichts, würde ich mal sagen, aber funktioniert schon ganz gut mit dem Kollegen hier. Und ja, die Optik ist halt mega genial. Ja, hier ist genau das, was ich angesprochen habe, diese Naht. Aber sonst richtig schöne Optik. Ich habe auch Instagram, da könnt ihr das Ganze verfolgen. Ich mache immer Detailfotos von dem ganzen Zeug. Und danke fürs Zuschauen.